Lieber Theodor, chère Christine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweimal ist eine Wiederholung, dreimal ist eine Tradition, heißt es im Volksmund. Und umso mehr freue ich mich, heute zum dritten Mal beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse sprechen zu dürfen. Ich empfinde diesen Abend immer als ein Highlight zum Jahresauftakt und dafür sorgt schon allein der beeindruckende Rahmen. Genauso schön ist es natürlich, ein paar bekannte Gesichter zu sehen, aber auch fremde Gesichter zu entdecken, kann spannend sein. Eine interessante Gelegenheit bietet sich Ihnen, falls Sie in den nächsten Tagen hierher zurückkommen sollten. Denn die Deutsche Börse zeigt in genau dieser Halle hier Fotografien aus ihrer Kunstsammlung, wenn eben nicht gerade der Neujahrsempfang ansteht. Und einige dieser Bilder finden Sie ja oben auf der Empore, etwa die Fotos aus einer Serie von Christian Borchert. Er porträtierte Familien in ihrem Zuhause, meistens im Wohnzimmer. Jahre später kehrte er dann zurück, um nochmal Aufnahmen zu machen. Seine Bilder zeigen, wie Menschen sich verändern und doch gleich bleiben. Besonders spannend wird es aber, wenn man weiß, wie sehr sich die Lebensumstände dieser Familien geändert haben. Denn die ersten Bilder sind in der DDR entstanden, die letzten in Deutschland nach der Wende. Der Wandel der Zeit stellt also uns alle immer wieder vor Herausforderungen. Politiker, Unternehmer, aber eben auch Notenbanker. Joachim Faber hat das gerade mit Blick auf die Strategie der Deutschen Börse skizziert. Ich möchte meine Perspektive auf die Strategie der Geldpolitik ergänzen. Menschen brauchen stabile Währungsverhältnisse, damit sie sich wirtschaftlich voll entfalten können. Und das wussten bereits die Kaufleute, die im Mittelalter nach Frankfurt zur Messe kamen, um Waren zu handeln. Zu diesem Zweck brachten sie unterschiedliche Münzen weg, doch zu welchem Kurs sollte man diese Münzen tauschen? Im Jahre 1585 bat dann eine Gruppe von Kaufleuten die Stadt, die Kurse festzusetzen. Die Stadt tat sogar noch mehr. Sie richtete eine Versammlung ein, um die Kurse regelmäßig zu überprüfen. Das war dann der Startschuss für die Börse in Frankfurt. Mehr als 400 Jahre später, genauer im Jahr 1999, wurde die Vielzahl der europäischen Währungen durch eine gemeinsame Währung abgelöst. Der Euro hat den Handel im Binnenmarkt noch einmal vereinfacht. Das zentrale Versprechen des Euro war und ist aber stabiles Geld für die Menschen im Euroraum. Entsprechend ist Preisstabilität auch das vorrangige Ziel der Geldpolitik. Die durchschnittliche Inflationsrate seit 1999 liegt in Deutschland sogar noch unterhalb der entsprechenden Rate zu D-Mark-Zeiten. Hier können wir also auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken, auch wenn die beiden Zeiträume natürlich schwer miteinander zu vergleichen sind. Damit das so bleibt, muss die Geldpolitik in Abständen innehalten und ihre Strategie auf den Prüfstand stellen. Zuletzt hat der EZB-Rat seine geldpolitische Strategie im Jahre 2003 angepasst. Seitdem ist einiges und auch einiges Einschneidendes geschehen. Es ist also an der Zeit, die geldpolitischen Lehren zu ziehen aus den vergangenen Jahren niedriger Inflation und niedriger Zinsen, aber auch aus der Finanzkrise. Besonders wichtig ist mir, dass wir unsere Politik verständlich gestalten und auf die Menschen zugehen. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hat gefordert, nicht nur unsere Botschaften zu predigen, sondern auch zuzuhören. Und Christine, ich unterstütze dein Anliegen aus voller Überzeugung. Schon der Philosoph Zenon im antiken Griechenland soll festgestellt haben, die Natur hat uns nur einen Mund gegeben, aber zwei Ohren. Das deutet darauf hin, dass wir weniger sprechen und mehr zuhören sollten. Das heißt aber nicht, dass wir die Notenbanken aufhören sollten zu kommunizieren. Denn Kommunikation selbst ist zu einem wichtigen Instrument in der Geldpolitik geworden. Dabei richten wir uns aber häufig an Sie, an die Teilnehmer an den Finanzmärkten. Zahlreiche Untersuchungen belegen, die Akteure auf den Finanzmärkten verstehen unsere Geldpolitik eigentlich ganz gut. Und ein Beispiel dafür ist unsere sogenannte Forward Guidance.
Seit einigen Jahren, wie Sie wissen, gibt der EZB-Rat etwa Hinweise darauf, wie lange er noch die Leitzinsen auf ihrem sehr niedrigen Niveau halten wird, abhängig eben vom jeweiligen Datenstand. Dadurch geben wir den Märkten Orientierung für ihre Zinserwartungen und beeinflussen so die langfristigen Zinsen. Auf diese Weise kann die Geldpolitik der Wirtschaft im Euroraum zusätzliche Unterstützung geben, obwohl unsere Leitzinsen bereits sehr niedrig sind. Den Erfolg dieser Forward Guidance zeigt unter anderem eine jüngst veröffentlichte Studie der Deutschen Bundesbank. Unsere Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit ist bislang deutlich weniger gut erforscht. Die verfügbaren Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Geldpolitik auf diesem Weg die Erwartungen von Privatleuten und Unternehmen bislang kaum beeinflusst. Und dabei kommt es gerade auf deren Inflationserwartungen an, wenn es um Preisänderungen auf den Gütermärkten stehen, die ja im Zentrum unserer Geldpolitik stehen. Wenn Haushalte über ihre Käufe entscheiden, Unternehmen die Preise für ihre Produkte setzen oder Arbeitgeber und Gewerkschaften die Löhne aushandeln. Ein stärkerer Fokus auf die Kommunikation mit der Bevölkerung dürfte daher die Wirksamkeit der Geldpolitik steigern, auch durch höhere Glaubwürdigkeit und größeres Vertrauen. Vor einigen Wochen erinnerte Benoît Cœuré in seiner letzten Rede als Mitglied des EZB-Direktoriums an diesen Zusammenhang, als er feststellte, wenn die Geldpolitik ein Gespräch zwischen Notenbanken und Finanzmärkten bleibt, dann sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Menschen uns nicht vertrauen. Darüber hinaus sehe ich aber noch einen zweiten, zwingenden Grund für eine bessere Kommunikation mit der Bevölkerung. Die Geldpolitik muss sich der Öffentlichkeit erklären, denn unabhängige Zentralbanken sind eigentlich ein Fremdkörper in unserer Demokratie. Die Zeiten hoher Inflation haben aber gezeigt, dass eben politisch unabhängige Notenbanken besser in der Lage sind, den Wert des Geldes zu sichern. Und deshalb wurden Notenbanken mit Unabhängigkeit ausgestattet, und zwar bewusst als Ausnahme vom Demokratieprinzip. Und deshalb stehen wir auch in der Pflicht, darüber Rechenschaft abzulegen, wie wir diesen speziellen Auftrag erfüllen. Wie gesagt, ein erster Schritt auf dem Weg zu einer wirksameren Kommunikation ist, besser zuzuhören, besser zu beobachten. Der Physiker und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg hat einmal gesagt, keiner kennt die Menschen so gut wie die Bettler, Beichtväter und Banker. Für Notenbanker scheint dieser Satz eher weniger zu gelten. Die Bundesbank hat daher im vergangenen Jahr eine internetbasierte Pilotstudie zu den Erwartungen von Privathaushalten in Deutschland durchgeführt. Und die Ergebnisse sind durchaus ermutigend. Demnach stehen die Inflationserwartungen hierzulande nämlich weitgehend im Einklang mit unserem geldpolitischen Ziel. Die Daten liefern insofern auch keine Bestätigung für Befürchtungen, die Inflationserwartungen der privaten Haushalte würden womöglich nach unten abrutschen oder könnten sich entankern. Sie erinnern sich bestimmt, diese Sorge hat ja manchen Geldpolitiker in den vergangenen Jahren umgetrieben und sie spielte bei der Begründung einiger geldpolitischen Entscheidungen eine Rolle. Die Umfrage kann uns helfen, besser zu verstehen, wie Privatleute ihre Erwartungen bilden und anpassen. Und daher hat die Bundesbank beschlossen, Privatpersonen in Deutschland künftig jeden Monat zu ihren Erwartungen zu befragen. Ein zweiter Schritt ist, verständlicher zu kommunizieren. Jeder Text hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad und stellt damit auch Anforderungen an den Leser oder heute Abend an den Zuhörer. Je schwieriger ein Text geschrieben ist, umso weniger Menschen sind natürlich auch in der Lage, ihn zu verstehen. Und umso weniger Menschen kann der Text überhaupt erreichen. Andrew Haldane, der Chefvolkswirt der Bank of England, hat diesen Zusammenhang einmal näher unter die Lupe genommen. Leider hat sich dabei herausgestellt, dass die typische Veröffentlichung seiner Notenbank, nämlich der Bank of England, lediglich für 10% der britischen Erwachsenen verständlich war. Zeitungen kommen immerhin auf 30%, Romane von Charles Dickens auf 40%, Songs von Elvis Presley werden von 60% der erwachsenen Amerikaner verstanden und die Wahlkampfreden von Donald Trump, die können sogar 70% der Zuhörer erreichen. Das dürfte zumindest einen Teil seiner Popularität erklären. Und auch für die Bundesbank ist verständliche Sprache ein wichtiges Thema.
Wir beobachten, viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits Schwierigkeiten mit Fachbegriffen, die für uns Notenbanker und hoffentlich auch für Sie heute Abend gang und gäbe sind, etwa die Worte Finanzmarktakteure, Finanzstabilität oder aber Geldpolitik. Wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann müssen wir uns um eine klare und verständliche Sprache bemühen. Inwieweit mir das heute Abend gelingt, das können Sie mir vielleicht nachher sagen. Angesichts des Themas wäre es vermutlich schon ein Erfolg, in Sachen Verständlichkeit ein wenig näher an Charles Dickens als an die Zeitungen heranzurücken. Wir werden uns im EZB-Rat aber nicht nur über Kommunikation unterhalten. Drei weitere Themen möchte ich zunächst hervorheben, nämlich die Definition des geldpolitischen Ziels, die Messung der Inflation und die Werkzeuge der Geldpolitik. Wenn unsere Geldpolitik verständlich sein soll, dann muss das bei unserem Auftrag anfangen, der Preisstabilität. Bislang definieren wir Preisstabilität als jährliche Inflationsraten zwischen 0 und 2%. Und im Rahmen dieser Definition strebt der EZB-Rat Inflationsraten im Euroraum von unter, aber nahe 2% in der mittleren Frist an. Das schafft Abstand zur Nulllinie und damit zur Gefahr einer Deflation, also deutlicher, breit angelegter, sich selbst verstärkender Preisrückgänge. Die Unterscheidung zwischen der Definition von Preisstabilität und unserem konkreten Politikziel ist aber selbst vielen Fachleuten nicht geläufig. Den Bürgerinnen und Bürgern ist sie nur schwer vermittelbar. Und hier erscheint es mir wichtig, unsere Strategie verständlicher zu machen. Es gibt jedoch von verschiedener Seite Vorschläge, unsere Zielvorstellungen nicht bloß verständlicher zu machen, sondern die angestrebte Inflationsrate auch deutlich anzuheben. Zur Begründung wird oft auf einen langfristigen Abwärtstrend der Realzinsen verwiesen. Das niedrige Zinsniveau schränke den Spielraum der Notenbanken ein, die Leitzinsen bei schwachem Preisausblick zu senken. Denn die stoßen dann natürlich früher an die untere Grenze der Leitzinsen. Das Niveau der nominalen Zinsen wäre höher und der Spielraum für die Geldpolitik wäre wieder größer, wenn die Notenbanken höhere Inflationsraten anpeilen und die Inflationserwartungen steigen würden. So läuft zumindest dieses Argument. Es könnte im Übrigen auch noch einen weiteren Effekt höherer Inflationserwartungen geben, den sich mancher derzeit wünschen mag, denn falls die nominalen Zinsen erst einmal niedrig bleiben, würden die realen Zinsen kurzfristig sinken und so natürlich die Wirtschaft belebt. Nun gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen über die Untersuchungen zum langfristigen Rückgang der Realzinsen und auch ihre Schlussfolgerungen für die Geldpolitik. Auf den ersten Blick scheint es aber nahezulegen, dass die Notenbanken ihre angestrebte Inflationsrate kräftig anheben sollten, so kräftig, wie eben die Realzinsen gesunken sind. Dadurch könnte die Geldpolitik verloren gegangenen Spielraum wieder zurückgewinnen. Doch so einfach ist es eben nicht. Ich habe schon früher meine Zweifel an einer kräftigen Anhebung der Zielrate geäußert und drei Gründe möchte ich hier für heute Abend hervorheben. Erstens, der Zugewinn an Handlungsfähigkeit könnte kleiner sein als von den Befürwortern erhofft. Denn es ist wahrscheinlich, dass die Unternehmen ihre Preisbildung auch anpassen. Wenn die Unternehmen darüber nachdenken, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen, würden sie dann auf die Inflationserwartungen womöglich ein größeres Gewicht legen. Schließlich spielt durch den starken Anstieg dort die Musik. Entsprechend kleiner wäre aber das Gewicht der gegenwärtigen Nachfrage. Dann wäre aber die Inflation nicht mehr so abhängig von der Nachfrageentwicklung und die Zinspolitik müsste sich mehr anstrengen, um die Inflation zu beeinflussen. Es gäbe also mehr Spielraum bei den Zinsen, aber dafür weniger Wirkung pro Zinsschritt. Zweitens, bei einer kräftigen Anhebung des Ziels könnte die Gefahr steigen, dass sich die Inflationserwartungen entankern. Das lässt sich zum einen theoretisch zeigen, zum anderen hat das aber der frühere Chef der amerikanischen Notenbank, Ben Bernanke, finde ich fulminant auf den oder sehr treffend auf den Punkt gebracht. Ich zitiere ihn: Wenn wir auf 4% hochgehen und das auch entsprechend kommunizieren würden, verlieren wir einen Großteil unserer hart erarbeiteten Glaubwürdigkeit. Denn die Menschen würden denken, wenn sie auf 4% gehen, warum sollen sie dann auch nicht weiter auf 6% gehen? Es wäre sehr schwierig, die Erwartungen bei 4% festzumachen. Drittens, höhere Inflation hat Kosten für die Menschen.
Sie verschleiert nämlich die Signale, die von Preisen ausgehen und verzerrt deshalb Entscheidungen, etwa über Investitionen und Konsum. Und Inflation trifft die Schwächsten in der Gesellschaft besonders hart, denn die können sich weniger gut gegen Inflation absichern. Meine Damen und Herren, meines Erachtens sollten wir unser geldpolitisches Ziel so formulieren, dass es verständlich, vorwärtsgerichtet und realistisch ist. Verständlich heißt für mich beides, dass die Menschen unsere Zieldefinition begreifen und ihre Sinnhaftigkeit nachvollziehen können. Vorwärtsgerichtet heißt, dass wir Preisstabilität in der mittleren Frist, also mit Blick nach vorne, gewährleisten sollten. Denn die Geldpolitik kann das aktuelle Preisgeschehen natürlich nur sehr schwer oder gar nicht beeinflussen. Unsere Maßnahmen entfalten ihre volle Wirkung nur mit Verzögerungen und ökonomische Anpassungsprozesse erstrecken sich häufig über eine längere Zeit. Und natürlich verankert auch nur der Blick nach vorne die Inflationserwartungen. Realistisch heißt, unsere Formulierung sollte bei den Menschen keine Illusionen wecken. Wir sollten dem Eindruck und dem Anspruch entgegenwirken, dass wir die Inflation auf die Nachkommastelle genau festlegen könnten, feinsteuern könnten, denn das können wir einfach nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Zeithorizont. Wir sollten keine genaue Anzahl von Quartalen im Vorhinein als Frist festlegen, innerhalb deren wir unser Ziel erreichen wollen. Es ist wichtig, dass wir flexibel bleiben, so wie wir es bisher mit unserer Orientierung mit der mittleren oder in der mittleren Frist auch angelegt haben. Eine realistische, vorwärtsgerichtete Zieldefinition erlaubt der Geldpolitik zu warten, wenn es gute Gründe dafür gibt und nicht hektisch auf jede Änderung im Datenkranz zu reagieren. Es gilt also, aktiv zu sein und nicht aktionistisch zu sein. Eine realistische und vorwärtsgerichtete Zieldefinition erlaubt außerdem, auch längerfristige Risiken für die Preisstabilität einzubeziehen. Und genau das ist die Lehre aus der Krise. Sie hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, wie Verwerfungen an den Finanzmärkten sich letztlich auf die Wirtschaft und auch die Preisstabilität auswirken können. Auch für Paul Volcker war dieser Punkt eine ganz zentrale Erkenntnis aus der Krise. Der frühere Chef der amerikanischen Notenbank ist, wie Sie wissen, leider im Dezember verstorben. Vielen bleibt er im Gedächtnis als derjenige, der die ausufernde Inflation der 70er Jahre in den USA bezwungen hat. Und in seinen Memoiren hinterließ er folgende Einschätzung. Deflation ist eine Bedrohung, die durch einen Zusammenbruch des Finanzsystems ausgelöst wird. Niedriges Wachstum und wiederholte Rezessionen ohne Verwerfungen im Finanzsystem haben kein vergleichbares Risiko dargestellt. Die wirkliche Gefahr besteht darin, steigende Inflation oder ihre engen Verwandten, die extreme Spekulation und Risikonahme zu befeuern oder versehentlich zu dulden, sprich beiseite zu stehen, während Blasen und Exzesse die Finanzmärkte bedrohen. Für mich trifft Paul Volcker hier den Nagel auf den Kopf. Die Notenbanken müssen im Auge behalten, dass eine langanhaltende Politik des lockeren Geldes zum Aufbau von Ungleichgewichten im Finanzsystem beitragen kann, denn diese Ungleichgewichte können auf lange Sicht die Preisstabilität gefährden. Wir sollten aber auch darüber nachdenken, ob unsere Zielgröße, die Inflationsrate, bislang richtig gemessen wird. Die Geldpolitik stellt auf den harmonisierten Verbraucherpreisindex, den HVPI, für den Euroraum ab. Und prinzipiell erfüllt er die Anforderungen an ein Maß für Geldwertstabilität im Euroraum am besten, etwa was die Breite der Erhebung anbelangt oder die Vergleichbarkeit in Europa. Der HVPI enthält auch Mieten. Viele Menschen leben aber in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern. Das selbstgenutzte Wohneigentum jedoch fehlt im Warenkorb des HVPI. Und dabei ist unstrittig, dass er diese Komponente eigentlich erfassen sollte. In vielen nationalen Verbraucherpreisindizes gehört sie dazu und hat auch einiges an Gewicht, mit einem Anteil zum Beispiel von in den USA 24% oder immerhin 10% in Deutschland. Die Einbeziehung kann daher Auswirkungen auf die Höhe der gemessenen Inflationsrate haben. Experten der EZB haben errechnet, dass in der Vergangenheit eine solche Komponente die Gesamtrate um bis zu 0,2 Prozentpunkte im einzelnen Quartal beeinflusst hätte. Im Durchschnitt über die Zeit gesehen sieht es natürlich anders aus, da ist der Einfluss deutlich geringer. Die Gründe für das Fehlen des selbstgenutzten Wohneigentums im HVPI sind eher technischer, eher methodischer Natur.
Für mich wäre aber der ein oder andere Abstrich bei der Methodik hinnehmbar, wenn wir dafür der Lebenswirklichkeit der Menschen näher kämen. Denn dann können wir unserem Auftrag auch besser gerecht werden, Preisstabilität im Euroraum zu sichern. Und dafür, für diesen Auftrag, benötigen wir auch die richtigen Werkzeuge. In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass die traditionelle Zinspolitik an ihre Grenzen stoßen kann. Für solche besonderen Umstände brauchen wir also andere Instrumente in unserem Werkzeugkasten. Und dabei sollten diese geldpolitischen Instrumente zwei Kriterien erfüllen. Erstens und vor allem ist ihre Wirksamkeit im Hinblick auf unser Ziel entscheidend. Und deshalb sollten wir auch immer wieder prüfen, ob unser Werkzeugkasten die geeigneten Mittel enthält. Zweitens müssen die Maßnahmen dieses Ziel mit möglichst geringen Nebenwirkungen erreichen. Gerade die außergewöhnlichen Maßnahmen der letzten Jahre bringen aber ein verändertes Kosten-Nutzen-Verhältnis mit sich. Meines Erachtens sollten wir da eine klare Reihenfolge beim Einsatz unserer Instrumente einhalten. Vom Erfolg unserer Forward Guidance hatte ich Ihnen bereits berichtet. Wenn unsere Leitzinsen bereits sehr niedrig sind, sollten wir zunächst etwa eine solche Kommunikation erwägen, bevor wir zu schärferen Mitteln greifen. Und wie Sie wissen, sehe ich vor allem die umfangreichen Käufe von Staatsanleihen im Euroraum kritisch. Meines Erachtens sollten diese ein Instrument für den Notfall sein, denn sie bringen eben die Gefahr mit sich, die Trennlinie zwischen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik zu verwischen. Das kann letztlich dann die Unabhängigkeit der Geldpolitik gefährden und damit die Fähigkeit der Notenbank beeinträchtigen, Preisstabilität zu sichern. Herr Faber, Sie hatten bereits meinen ersten Auftritt bei Ihnen erwähnt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, meine damalige Rede noch mal zu lesen. Und interessant war, dass der Druck auf die Geldpolitik damals bereits ein Thema war, als ich vor 8 Jahren das erste Mal hier zu Ihnen gesprochen habe. Mit Sorgen beobachte ich, wie sich seitdem die Diskussion immer weiter verschoben hat. Manche sprechen davon, die Geldpolitik solle sich mit der Fiskalpolitik koordinieren. Und in den USA fordert die sogenannte Modern Monetary Theory sogar relativ unverhohlen, die Geldpolitik sollte sich der Fiskalpolitik unterordnen und den Staat finanzieren. Inflationsgefahren werden einfach geleugnet. Die Geschichte lehrt uns aber etwas anderes. Und deshalb sind aus guten Gründen das vorrangige Ziel der Preisstabilität, die Unabhängigkeit der Notenbanken und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung in den europäischen Verträgen festgeschrieben. Mit diesem gesetzlichen Rahmen sind wir gut gewappnet. Zugleich strahlen aber natürlich neue Entwicklungen darauf aus, wie wir unseren Auftrag erfüllen können. Wie verändern zum Beispiel neue Technologien die Wirksamkeit der Geldpolitik? Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Fähigkeit, stabile Preise zu sichern? Gerade der Klimawandel ist eine der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit. Alle öffentlichen und privaten Institute sollten oder Institutionen sollten innerhalb ihres jeweiligen Mandats aktiv werden, um sie zu bewältigen. Und das hat Christine Lagarde betont, richtigerweise aus meiner Sicht. Und das, obwohl natürlich bei dieser Menschheitsaufgabe in erster Linie die hierfür demokratisch legitimierte Politik gefordert ist. Der EZB-Rat muss aber nicht nur seine Strategie überprüfen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gelingen kann, wenn es dann an der Zeit ist. Denn die zunehmende Verquickung von Geld- und Fiskalpolitik, wachsende Risiken für die Finanzstabilität und eine, wenn man so nennen möchte, allgemeine Gewöhnung an billiges Geld, machen die geldpolitische Normalisierung zu einer immer größeren Herausforderung. Der Blick nach vorn und die Bereitschaft zur Modernisierung sind nicht nur für die Geldpolitik wichtig, sondern auch für die Finanzmärkte. Im 18. Jahrhundert wurde Frankfurt zu einem Finanzplatz von internationalem Rang, dank des damals neuen Handels mit Staatsanleihen. Gegenüber Aktien jedoch verschlossen sich die hiesigen Bankiers lange Zeit und dadurch verlor Frankfurt im 19. Jahrhundert im Vergleich zu Berlin beispielsweise an Bedeutung. Chancen bieten sich heute etwa mit der Finanzierung des grünen Wandels in der Wirtschaft. Darauf hat Herr Faber bereits hingewiesen. Und auch in Sachen Technologie hat die deutsche Börse ihren Finger, weiß nicht, wie viele ihr habt, am Puls der Zeit. Denn insbesondere die Blockchain verspricht, die Abwicklung von Finanzgeschäften zu verbessern.
Die Deutsche Börse und die Bundesbank haben gemeinsam einen Prototypen für die Wertpapierabwicklung weiterentwickelt und auch getestet. Und für diesen Zweck erwies sich dieser Prototyp auch durchaus als geeignet. Unser Forschungsprojekt machte aber auch deutlich, dass eine neue Technologie nicht immer die bestehenden Systeme aussticht. Denn diese dezentrale Technik, die wir getestet haben, ist grundsätzlich etwas langsamer und auch teurer, bietet aber eben andere Vorteile. Ihr Einsatz erfordert also eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse. Meine Damen und Herren, es lohnt sich, die bereits erwähnten Familienporträts von Christian Borchert näher anzuschauen. Kommen Sie also zurück, wenn die Deutsche Börse Ihnen die Tore öffnet. Er fotografierte stets, das werden Sie dann sehen, mit der gleichen Kamera, mit der gleichen Brennweite und immer im Querformat. Damit gab er dem Wandel einen Rahmen. Und wer auf den Fotos nach Brüchen sucht, könnte überrascht werden. Er könnte mehr Kontinuität als Brüche entdecken. Für die Geldpolitik geben die europäischen Verträge einen klaren Ordnungsrahmen vor. Im Zentrum stehen dabei die Menschen und das Versprechen an sie, das Versprechen stabiler Preise im Euroraum. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches Jahr. Schön, dass ich heute mal wieder bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend.